Hallo zusammen, ich ist wieder Chela und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Und zwar bin ich jetzt hier auf einem Testchar, wie ihr vielleicht an dem Namen schon erkennen könnt. Wir wollen nämlich wieder ein paar Kisten aus Mist of Pandaria aufmachen. Ich war nämlich wieder das ein oder andere Szenario und habe schon mal 3 Kisten im Inventar. Insgesamt wollen wir 30 Kisten öffnen und ja, mal gucken, vielleicht kriege ich ja ein paar T-Mox-Sachen. Aktuell brauche ich nur relativ viel, wie ihr seht. Wir haben ja sowohl die blauen als auch die epischen Kisten. Falls ihr euch fragt, was da jetzt alles drin ist, beziehungsweise wie man die bekommt, das habe ich relativ ausführlich im ersten Video der Videoreihe erzählt. Findet ihr oben in der Infobox, beziehungsweise unten in der Infobox oder oben im i, ne, da müsste ich das einmal verlinkt haben. Und ja, da könnt ihr gerne reinschauen, falls euch interessiert, wie man die Sachen genau farmt. Da bin ich auch die Szenarios auch beide durchgelaufen. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Platte brauche ich ja nur einiges. Und dann machen wir hier schon mal die erste Kiste auf. Und was haben wir da drin? Eine Axt ist das, oder? Genau, eine Axt. Die brauchen wir tatsächlich noch. Wunderbar, haben wir schon mal eine Waffe wieder weg. Dann Kiste Nummer 2. Da war jetzt leider nichts drin. Und Kiste Nummer 3, da haben wir noch Schuhe, das können wir auch brauchen. 2 von 3, auf jeden Fall eine gute Angelegenheit. Dann haben wir als nächstes einen Schurken. Jetzt schauen wir mal, was da Schönes drin ist. Einmal nix und zweimal auch nix, ein Dreck. Vielleicht wieder, ja, komm, jetzt hier vielleicht. Ah, da haben wir es doch. Hände, wunderbar. Dann haben wir noch einen Druid. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen mehr Leder. Also, was haben wir da Schönes? Wieder nix. Eine Lederbrust. Ach, schade, die hatte ich schon. Okay. Und im Epic-Beutel auch eine Lederbrust, die ich ebenfalls hatte. Okay, das ist natürlich ungünstig. Dann habe ich noch meinen Testchart. Diesmal habe ich mir einen Hunter erstellt. Mit ein bisschen Glück kriegen wir was raus. Ah, schon mal den Kettenkopf haben wir zumindest gebraucht. Da haben wir sogar noch was drin, was ich auch brauche. Einmal sind es Schultern. Und das letzte, nochmal ein Kettenkopf. Ja, nice. 3 Teile, die ich brauchen kann. So muss das laufen. Gudala, ich bin wieder mit einer Runde durch. Jetzt gucken wir mal. Also, wir sind auf einem Druid. Und einmal nur Gold drin in der ersten Kiste. Nummer 2. Grünes Item, das ist jetzt auch nicht berauschend. Und jetzt muss ich mal gucken. Wäre wahrscheinlich sogar sinnig, mal zu gucken wegen den Waffen, ne? Was ich da am besten einstelle. Erweiterungsfeatures. Hier haben wir es drin. Na gut, ich würde jetzt noch Feral Guardian 1 brauchen. Die meisten sind aber Heal hier, ne? Und bei den Waffen? Ja gut, ist eigentlich wurscht, was für ein Spec, ne? Noch brauche ich alle Waffen. Ah, sehr schön, Ledergürtel. Als nächstes haben wir dann einen Schurken und dann schauen wir mal. Erste Kiste, einen Umhang, nice, den brauche ich. Kiste Nummer 2, da ist leider nichts drin. Und die Epic-Kiste hat Lederhandgelenke, die kann ich schon mal brauchen. Als nächstes habe ich noch meinen Testchar hier, einmal einen Worry und da gucken wir auch gleich mal rein. Erste Kiste schaut schlecht aus. Zweite Kiste hat eine Stangenwaffe. Nice, die könnte ich sogar noch brauchen. Und die letzte Kiste hat noch einen Plattenhelm, können wir auch brauchen. Wunderbar. Dann habe ich nochmal einen Druid. Mal gucken, wie es an der Lederfront aussieht. Schlecht anscheinend. Nochmal schlecht. Gut, aus dem Epischen kommt ja immer was raus. Ah, wenigstens ein Teil, das ich brauchen kann. Geht gleich weiter mit Leder. Und zwar habe ich jetzt noch einen Monk hier. Und das war nix. Ah, was haben wir denn da Schönes? Lederhandschuhe. Und dann gucken wir noch in den epischen Sack. Ah, wunderbar. Da haben wir noch Handgelenke. Da geht es doch langsam aufwärts. Und zu guter Letzt habe ich dann noch mein Testchar hier. Und ja, das ist einmal ein Magier. Mal schauen, wie es mit den Stoff-Items aussieht. Da haben wir doch schon mal was. Das sind einmal Stoffhandgelenke. Dann haben wir ein grünes Item. Gut, das brauche ich nicht. Und dann haben wir noch einen Stoffgürtel drin. Und jetzt tun wir mal zurückswitchen und gucken mal, wo ich jetzt am Ende gelandet bin. Haben wir es denn? Szenarios.
Ja. Zumindest bei den epischen Säcken bin ich jetzt schon bei 33%, hier bei 15%, aber das wären noch verdammt viele Säcke bzw. Kisten, die ich aufmachen muss, bis ich da mal alles hab. Naja, gut, das war's dann mit dem kleinen Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.